Ich begrüße Sie zu diesem hoffentlich kurzen Video an diesem Samstag, den 26. März 2022. Es ist insofern ein besonderes Video, weil es den Abschluss der Videos markiert, auch erläutert, begründet, die noch im großen Buch Erschaffen in Trance Aufnahme finden. Es gibt eine materielle Grenze, also die gibt es bei unserem Leben, es gibt sie auch bei Projekten, spätestens mit dem Leben, also gut. Ich habe es, ist ein interessantes Thema, das möchte ich jetzt doch gleich noch vertiefen. Wir selber, wenn wir von einem Projekt auch sprechen oder von einem Grundanliegen oder auch von einem Werk, von einem Lebenswerk, wäre es jetzt in diesem Falle hier, dann haben wir, das kann groß sein, das kann sogar noch größer sein, eben als es möglich ist, innerhalb von einem Leben zu verwirklichen, wenn wir so schlau sind, dass wir das auch mit anderen Leuten zusammen teilen und das auch von anderen Leuten mitgetragen und dann auch mit verwirklicht wird. Dann kann das größer werden als eben ein normales sonst Lebenswerk. Und an diesem Punkt stehe ich zum Glück. Ich habe einen Mitarbeiter, also wir haben mehrere Mitarbeitende, aber einen, der sich konkret entschieden hat, die Weiterbildung auf sich zu nehmen, sich weiterzubilden, in genau dieser Ausbildung, die wir da auch anbieten. Und er wird das weitertragen. Und das ist auch die Möglichkeit, er ist auch wissenschaftlich interessiert, praktisch wissenschaftlich. Ja, das ist auch offen, oder wo sich das weiterentwickelt, praktisch wissenschaftlich. Also forschend heißt das ja auch, in der Materie auch forschend. Und ja, praktisch wissenschaftlich, theoretisch wissenschaftlich. Ja, ich denke nicht, dass er die Wissenschaftstheorie weiterentwickeln wird. Das ist jetzt noch interessant. Sondern er wird die Wissenschaftstheorie anwenden. Und da werden aber auch Fragen kommen und da würden wir möglicherweise dann gemeinsam die Wissenschaftstheorie des wissenschaftlichen Schamanismus weiterentwickeln. Ja. Und das heißt, das ist auch so eine Überschreitung einer Grenze in einem gewünschten Sinn, oder? Und wir haben es von materiellen Grenzen. Und wir haben bereits auch gesetzt, dass wir im August mit den ersten öffentlichen Veranstaltungen beginnen wollen. Und das sind jetzt noch 4 Monate und da gibt es viel zu tun noch. Und das große Buch Erschaffen in Trance ist noch nicht fertig, überhaupt nicht fertig. Im Moment ist ein kleines Buch in der Druckerei, das hat so diese Größe, das sind 92 Seiten, A5. Hartgebunden Hardcover mit dem Titel Investment Banking of Life. Führe ich jetzt hier nicht weiter aus. Es ist eine Auskopplung aus dem Erschaffen in Trance. Aber jetzt kommt es eben darauf an, dass wir, das Ziel ist gesetzt, oder? Wir wollen
Augusti mit diesen Veranstaltungen beginnen und das Buch, 1264 Seiten, soll deutlich vorher greifbar sein, materiell da sein. Ich würde sagen, ein Monat vorher sicher, oder? Also da würde ich jetzt sogar sagen, ja, also anderthalb Monate vorher aus der Druckerei kommen. Aber eben, wenn man dann so ein bisschen mit der Terminplanung beginnt, dann merkt man, also in diesem Fall merke ich, da muss ich wirklich jetzt nicht viel länger werden noch mit dem Produzieren von Videos. Im Gegenteil ist es so, dass es Videos gibt, die ich schon habe, aus Video, aus, also da würde es eine Playlist sind da auch schon da und die sind dann abgebrochen, weil bedeutende äußere Ereignisse dazu geführt haben, insbesondere der Ukraine-Krieg. Und dann eben die Notwendigkeit, die Veranstaltungen jetzt endlich einmal zu verwirklichen. Und das hat dann zu einem eigenen speziellen Buch dann noch geführt. Und so kommt es zu einem Schnitt in der bisherigen Produktion. Das heißt, aber es ist nicht schlimm, wir haben diese materielle Grenze. Und aber die Videos, falls die sich als da noch Fragen kommen würden aus den abgebrochenen Strängen, die vorliegen, oder man sehen würde, bei den bereits hergestellten Videos wäre etwas sehr Wertvolles dabei, dann kann man die ja danach später dann immer auch noch publizieren. Der einzige Nachteil, den ich gesehen habe, die später erscheinenden Videos, die kommen nicht mehr in den Registern des Buches. Das heißt, wir haben, das ist auch, kann man schön jetzt wieder die beiden Elemente männlich und weiblich oder unterwegs sein, das Prozesshafte und an einem Ort sein und alles im Überblick haben. Das ist ja auch die Definition von Ort, wie es die Architekten gesehen haben. Ein Ort ist, da hat man alles im Übersicht, oder? Es ist auch wie eine Einblattarbeit, wo alles, was da ist, ist auf diesem Blatt. Das sind grundlegende Unterschiede wie in der Erfahrung und wie man sich die ganz viel, viel, viel Phänomene, die damit zusammenhängen. Und da ist natürlich auch, wenn wir dann unterwegs sind, auch die Gefahr, dass etwas verloren geht, weil wenn man, da muss man dann wissen, da habe ich das hingelegt, eben ausgelagert, das Männliche, wie zum Beispiel jetzt eben die Videos, die nicht produziert werden. Und wenn das dann vergessen geht, also dann ist, gibt es eine Spaltung, oder? Und wenn wir aber eben am Ort sind, dieses weibliche Charakteristikum, dann die, was es alles hat, trifft man dann in einem Tagesgang oder so spätestens wieder an, oder? Dann hat man es wieder, oder? Und ja, damit muss ich jetzt leben, musste mich durchringen, das zu tun, weil ja, sonst geht es mir dann schon bald nicht mehr so gut, wenn ich sehe, dass das große Ziel nicht verwirklicht wird. Und das, ja, da kann ich jetzt nicht einfach weiter. Es wäre nur ein Aufschäumen, wenn das Ganze, das Hauptziel nicht erreicht wird. Dann sind alle, die können, die einzelnen Teile können noch so wertvoll sein, wenn sie dann nicht ins Ziel kommen. Dann wäre es dann schade gewesen. Ich lasse es jetzt unter 10 Minuten, gibt ein Video und das ist der Abschluss. Es kommt eine neue Phase jetzt, Herstellung des Buches ohne weitere Videos. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute.